Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Und zwar habe ich euch eine richtig große Menge zu zeigen, Leute, schaut. Bis oben gefüllt, Leute. Und das ist von 2 Monaten, also von April und von Mai. Und ich möchte das euch jetzt gerne mal zeigen, dass ich es entsorgen kann. Aber ich habe super Produkte gebraucht und ja, die möchte ich euch gerne vorstellen. Genau. Also fangen wir mal zu oberst an. Und zwar habe ich von Total die Multicap Sensitive One for All von der Migros aufgebraucht. Die waren neu. Ja, sehr spannende Verpackung. Und die haben so 22 Caps drin und sind für empfindliche Haut gedacht. Und ich mag ja Caps und das schälförmige Waschgel, also nicht so im Puder, wie sagt man? Ihr wisst ja, was ich meine, das, ja, Puder eigentlich. Das mag ich nicht so, weil das manchmal an den Kleidungen hängen bleibt, genau. Und bei denen musste ich sagen, die haben sich sehr gut aufgelöst. Die sind nicht an den Kleidungen hängen geblieben, das Gelartige. Und ja, aber leider ist die Verpackung hier, okay, sehr sicher für die Kinder und so. Die können das nicht so aufmachen. Aber wenn man das zum ersten Mal öffnet, ist das schon recht schwierig. Also man muss sie überall gleichzeitig ziehen und drücken, dass es aufgeht und dann bricht das Teil und dann kommen so kleine Stückchen raus und das hat mir nicht so gut gefallen. Aber das Mittel selber ist sehr gut. Genau, das. Und das hat auch recht lange gehalten, also genau. Dann habe ich 2-mal von Coop Brie und Qualité das Fox Limited Edition Rose Dream Spülmittel gebraucht. Das war sehr gut, Leute, weil das war so Rosenduft. Genau, und das hat auch nicht gestört und war ein sehr toller Duft und wie Parfüm. Also, falls ihr Rose mögt, braucht das mal oder vielleicht gibt es ja wieder mal diese Edition. Ja, war sehr spannend. Jetzt ist es fertig. Das war, glaube ich, ein Dreier-Set oder so. Aber ja, jetzt habe ich wieder diese von Manella, von der Migros, wieder eine Special Edition. Und die gefällt mir auch. Die ist so mit Lavendel und so. Und wenn das mal fertig ist, zeige ich es natürlich auch. Genau, dann haben wir hier einmal von Maybelline, den Augen-Make-up-Entferner, auch für wasserfestes Make-up. Habe ich von Deutschland, ist sehr gut gewesen, Leute. Das hat sehr gut das Make-up entfernt. Das war so 2 Phasen, also einmal dunkelblau und hellblau. Und wenn ihr das gemischt habt, hat es nachher natürlich super gewirkt. Und das war super, hat nicht gebrannt, mochte ich sehr. Die Verpackung ist auch recht groß für den Preis, also super, Empfehlung. Dann habe ich einmal von Sensident die ISO 1 Interdental Sticks aufgebraucht, 32 Stück. Und wie ihr seht, Leute, ich habe sie gefunden, aber die Verpackung hat geändert. Genau, ich mag ja diese und ja, einmal das. Dann von Balea habe ich diese Robbie Chocolate Maske aufgebraucht, diese mit rosaroter Schokolade und die hat sehr gut gerochen, Leute. Also ich mochte diese Maske sehr. Dann habe ich von DM die Bio Frühlingsschokolade Joghurt Bärenmix aufgebraucht, die war zu Ostern sehr im Laden zu finden und die war okay. Nicht so Wow-Effekt, aber genau, weiße Schokolade, ja, das hat mir nicht so gut gefallen, aber ja, ich dachte mal, ich probiere es aus, vielleicht ist es so wie Jogurette, aber nicht so meins gewesen. Dann habe ich
hier in der Migro. Ich weiß gerade den Namen nicht, Moment. Von Arad Natural Beauty die Schlammmaske für alle Hauttypen aufgebraucht. Das ist so ein Zweierset gewesen. Und das ist für das Gesicht. Und ja, das hat mich so angezogen, weil hier steht totes Meersalz mit 26 Mineralien. Und ja, ich habe diese Maske aufgebraucht. Die war recht gut. Die hat ein bisschen gebrannt, aber das hat auch gezeigt, dass es wie wirkt, oder? Und jetzt habe ich noch diese einmal in Weiß. Das ist, glaube ich, eine andere Maske ein bisschen. Und diese werde ich auch probieren. Und die war recht gut, als ich sie in den Kühlschrank getan habe. Und so kalt und braun und wurde auch trocken. Und ja, dann konntet ihr sie nach dem Trocknen auch abspülen und ja, habe ich gut gefunden. Dann war ich ja über Ostern in der Türkei und ich hatte Hunger im Flugzeug und darum habe ich mir von Tadım Karışık Kuruyemiş Cocktail geholt. Das sind so Nüsse und Çekirdek, also Sonnenblumenkerne und Pistazien und Kichererbsen und so Baumnüsse, genau. Das war sehr gut. Ich mag vor allem immer die Tadım Kuruyemiş. Also ich weiß nicht, die anderen schaffen es nicht bei mir. Das habe ich gebraucht. Von Isana die Handseife mit Orangenblüten und Jasminduft. Sehr süße Verpackung. Habe ich in der Türkei gekauft, im Rossmann. Und ja, das war wirklich so seidig und ich mochte es mit dieser meine Hände zu waschen und hat auch gut gerochen und hat die Hände nicht ausgetrocknet. Genau. Dann einmal von der Confetria Raffaello Kokos- und Mandelcreme Schokolade. Schaut Leute, kennt ihr diese? Also ich habe sie in Deutschland im Kaufland gefunden und ich musste diese mitnehmen. Ich liebe eben Raffaello und diese hat es auch in Ferrero Rocher, also die goldige Schokolade da. Und die möchte ich auch mal ausprobieren. Aber diese in Tafelschokolade war so gut, Leute. Also wenn ihr Kokosnuss mögt, holt sie euch. Dann, was habe ich sonst? Von Rexona Motion Sense Stress Control Deo. Ich nehme hier auch immer Rexona, also das wirkt immer bei mir. War halt ein nicht so spezielles Spray Deo, aber das brauche ich immer. Dann habe ich, muss schnell schauen, genau, ob ich noch mehrere von denen habe. Und zwar habe ich einmal das Shower Gel und einmal Shampoo von Diptyque aufgebraucht. Und ich muss sagen, ja, das Shower Gel war gut. Beide haben gut gerochen. Natürlich für Diptyque und so. Aber das Shampoo bei mir trocknet die Haare aus und ja. Also dieser Duft geht, die ist gegangen. Aber ich habe jetzt eines, was wirklich wie Gras riecht. Und das mag ich gar nicht, Leute. Aber ja, da, vom Shampoo bin ich nicht so zufrieden. Aber das Duschgel war gut, mochte ich auch. Die Verpackung ist halt nicht so geeignet für die Dusche, weil ja, ihr müsst hier so rausdrücken und hier ist nachher wieder so Drehverschluss und das finde ich in der Dusche oder im Bad nicht so toll. Ist meine Meinung, aber ja. Und dann, was haben wir sonst? Einmal den Nail Polish Remover von Boots. Also englische Drogeriemarke. Habe ich mir dort über Silvester geholt, weil ich es brauchte. Und
fand ich gut. Die Verpackung war auch super und die Stauff, die könnt ihr super überall mitnehmen. Die läuft nicht aus. Genau. Und der Geruch war auch nicht störend. Also sehr gut gewesen. Bin ich sehr froh darüber. Dann von Balea das Parfüm Body Lotion Golden Moon mit dem Duft nach orientalischen Blüten und Früchten. Dieses hier. Ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass so Parfüm Body Lotion nichts für mich ist. Aber ich habe das nicht gekannt von Balea, dass diese wirklich auch wie, ja, wie bei den Parfüms die Body Lotions haben oder so ähnliche. Und ja. Ich möchte eher jetzt weniger mit Parfüm benutzen für den Körper, weil irgendwie das trocknet meine Haut aus und ich mag das nicht. Und die Verpackung war ein bisschen, ja, die ist hier so kaputt gegangen. Also, und die Creme war auch ein bisschen zu flüssig. Also, ich mochte es nicht mehr. Ich hole mir diese Parfüm-Body-Lotions nicht mehr. Genau. Aber die Verpackung ist sehr schön. Dann habe ich von Rexona Tropical das 48 Stunden Antitransparent Roll-On Deo aufgebraucht. Der Geruch stört mich, Leute, aber ich mag auch Roll-Ons. Und ja, Rexona halt. Für früher, so wenn ihr so 15, 16 Jahre alt seid und so, ist dieser Duft perfekt. Aber nachher, je älter ihr werdet, desto künstlicher wird es. Also, ich mochte es nicht. Und dann von Mivolis Zink und C Vitamin Depot Tabletten, Nahrungsergänzungsmittel. Diese hier, ich hole mir ja diese immer nach und ich nehme sie auch täglich zu mir. Und ich muss sagen, ich merke schon einen Unterschied, wenn ich diese täglich zu mir nehme. Sei es Zink, sei es Vitamin C, sei es Magnesium, weil dann habe ich nicht so Krämpfe oder ich habe schöne Haare, schöne Nägel. Ich merke den Unterschied. Ja, darum immer wieder. Was habe ich sonst? Von Kylie Skin bei Kylie Jenner habe ich das Foaming Face Wash aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich Selena-Fan oder unterstütze Selena, aber ich wollte mal die Kylie Jenner-Produkte früher verwenden, bevor noch all dieses mit den Augenbrauen-Thema gekommen ist. Und ich muss sagen, das war sehr gut. Also, ich mochte das. Aber die Verpackung ist nicht so gut, weil wenn man hier drückt, dann bleibt das hier manchmal stecken. Und dann müsst ihr wie wieder drücken, dass dieses Teil hier, der Spender hier, wieder nach oben kommt. Und ja, das hat mich ein bisschen gestört. Aber das Produkt war sehr gut. Es hat gut geschäumt. Es ist nicht parfümiert gewesen. Ihr braucht sehr wenig. Und dann hat es das ganze Gesicht aufgeschäumt. Genau. Die Farbe gefällt mir auch. Dann von Chapin's Caribbean Feeling Tuchmaske mit Papayasaft, Feigenkaktus und Allantoin. Das war so gut, Leute. Also, wenn ihr Ferien möchtet, nehmt euch diese Maske oder so etwas Ähnliches und dann seid ihr weg, Leute. Das war so entspannend. Das versetzt euch so in die Ferien. Genau, diese mochte ich sehr. Dann habe ich mal in Deutschland auch so Waschnüsse geholt für Kleider waschen und so. Und ich muss sagen, das ist jetzt nicht so meins. Also ich, klar, es wäscht den Dreck raus und ist gut für die Natur und so. Aber ich weiß nicht, ich mochte das nicht mit den Waschnüssen und bin jetzt froh, ist das alle. Ja. Dann habe ich viele Pflanzen in meiner Wohnung, in meinem, also ja, im Wohnzimmer, in meinem Zimmer. Und ich habe gemerkt, dass in meiner Pflanze, in einer, so kleine Fliegen kommen. Und das ist so, dass diese Fliegen in die Erde Eier legen und dann schlüpfen diese und dann ist Katastrophe, oder?
Und für das habe ich auch in Deutschland oder hier in der Landi, habe ich von Capito Bio Leimfalle gegen Ungeziefer an Zimmerpflanzen geholt. Das sind so diese gelben Kleberstreifenblumen in Blumenform. Und diese steckt ihr so in die Pflanze rein, wo befallen ist mit diesen Fliegen. Und dann zieht das die Fliegen an und die kleben nachher an diesem gelben Teil. Und dann seid ihr sie los, Leute. Also die Fliegen fallen einfach voll auf das rein. Ich weiß nicht, was drauf ist, aber die sind nachher tot. Und das ist sehr gut für meine Pflanzen, wirklich. Also die stören auch diese kleinen Ungeziefer und ja. Das, dann habe ich von Okay, das ist so eine Kioskmarke von uns, das Desinfektionsmittel aufgebraucht. Ja, das ist noch von den Corona-Zeiten und so und ja, brauche ich immer noch, habe ich auch schon vor Corona verwendet und ja, das ist jetzt alle. War gut, war nicht klebrig oder so, genau. Dann von Lancôme, die Reisegröße, das Abschminkwasser. Ja, wie gesagt, ich finde das ja gut. Ist ein bisschen teuer, aber immer wieder gerne. Dann habe ich von Balea die Gesichtsmaskencreme vom Adventskalender Magic in the Air aufgebraucht. Das ist von nicht letztem Jahr, überletztem Jahr. Und ja, ich habe das halt am Abend aufgebraucht und bin froh, ist das fertig. Ist sehr, wie soll ich sagen, reichhaltig. Sie pflegt die Haut, aber ist leider ein bisschen parfümiert, genau. Das. Dann habe ich die Tagescreme von Balea vom letzten Jahr Adventskalender aufgebraucht. Diese hier, die ist auch halt parfümiert ein bisschen, aber war auch gut. Also reichhaltig und so, habe ich täglich gebraucht. Dann, was habe ich hier sonst noch so? Eine Zahnpasta und zwar von Odol Med 3, die Extreme Clean Zahnpasta. Ich hole mir ja diese immer nach und so, aber meine Zahnärztin hat gesagt, dass sie gemerkt hat, dass Odol Med 3 bei mir nicht so nützt. Und sie hat mir gesagt, ich soll aufhören mit dem und wie sagt man, Elmex, die Schweizer Marke, brauchen. Und ja, ich habe da jetzt noch einige Stücke von Odol Med 3 und dann werde ich aufhören und nur noch Elmex kaufen. Genau. Dann war ich ja über die Ostern in der Türkei und habe mich im Sephora beraten lassen und da hat mir eine Verkäuferin das Origins Original Skin Retexturizing Mask with Rose Clay empfohlen oder abgegeben, das Müsterchen. Und das war sehr gut, Leute. Also die Maske hat mir so gut gefallen. Die war so rosarot, aber so körnig, aber feinkörnig, Leute. Und das hat so gut getan. Ich bin beeindruckt. Also ich hole mir das sicher mal nach in großer Größe. Dann, was habe ich da sonst noch so? Eine Mascara von Rare Beauty. Selena, Leute. Sehr schöne Verpackung, die Reisegröße habe ich mir geholt, da mit dieser Lidschattenpalette, Sensory Me, glaube ich, heißt das Set. Genau, also die Mascara war sehr gut. Die hat Volumen gemacht, hat nicht verschmiert, war gut für meine Augen. Da ich empfindliche Augen habe, es hat sie nicht gereizt oder so. Sehr super. Dann von der Migros Eigenmarke I Am Refreshing Mask Green Tea Extract und Menthol. Diese runden Masken, die habe ich nicht so gut gefunden, Leute. Also das soll ja koreanisch sein irgendwie, aber ich habe das gar nicht gut gefunden. Ich habe es
nicht mal fertig aufgebraucht. Ich habe es weggeworfen. Das hat mir keine Ergebnisse geliefert. Es ist nicht so in die Haut eingezogen. Das war wirklich so ein Gel zum Abwaschen nachher. Und nein, ich bin nicht dieser Typ. Ich mache das gar nicht. Dann habe ich noch zwei Produkte und dann sind die schon am Ende. Und zwar von Alnatura für Babys ab 8 Monaten. Birne, Beeren, Reiswaffeln. Leute, die waren super fein, lecker. Ich mochte diese mega. Und ja, die sind ja auch bekannt, dass diese nicht so viele Kalorien haben. Und ja, ich musste diese unbedingt probieren, weil für die Erwachsenen gibt es nicht so diese Geschmäcker mit Beeren-Geschmack. Und ich mag Beeren eigentlich sehr und auch Beeren. Und ja, hole ich vielleicht mal wieder nach, wenn ich irgendwo draußen Hunger habe oder so. Und dann habe ich noch von Isana Reisegröße Wattepads. Ah, 35, doch, die Reisegröße. 35 Stück aufgebraucht. Die habe ich, glaube ich, auch in der Türkei geholt für Notfälle und so. Ja, die waren auch sehr gut. Also Rossmann ist auch eine sehr gute Marke. Genau. Ja, Leute, das war schon mein Aufgebraucht-Video. Ich habe so viele Sachen aufgesammelt wieder. Ich weiß auch nicht, wieso das immer so viel wird. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Gebt mir einen Daumen hoch, folgt mir doch und ich würde mich immer über Kommentare und den Austausch mit euch freuen. Tschüss!